Ja, ich habe mir jetzt einige Demos von dem neuen Yamaha BSR SX 920 angehört und da wird auch darauf hingewiesen, dass es jetzt auch diese Style Dynamic Control gibt, die auch schon im Genus 2 vorgestellt wurde. Viele wissen es nicht, dass es sowas Ähnliches auch schon in den älteren Keyboards gab. Aus aktuellem Anlass zeige ich jetzt mal eine Funktion des Tyros 5, die vielen überhaupt nicht bekannt ist. Und zwar, es gibt da auch die Möglichkeit, die Styles dynamisch zu kontrollieren. Diese Dynamikkontrolle der Styles macht besonders Sinn bei Styles, die Drum Sounds beinhalten, die unterschiedlich gelayert sind. Also dann je nach Anschlagsstärke ein anderes Sample angesteuert wird, wo nicht nur einfach die Lautstärke hoch und runter geregelt wird, dann wird tatsächlich der Style wesentlich kraftvoller, wenn ich mit der linken Hand kräftiger anschlage. Das muss man ein bisschen üben. Ich zeige das mal hier an ein, zwei Beispielen, was das für eine Wirkung hat. Das ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit der Dynamic Control von dem SX 920 oder von dem Genus 2. In das entsprechende Menü kommt man am schnellsten mit Direct Access, dann Accompaniment, Begleitautomatik und dann ist man schon in dem passenden Menü. Dann soweit weiterschalten auf Style Setting und da befindet sich der Schalter Style Touch. Besonders spannend ist dabei, dass man noch nicht einmal einen Regler betätigen braucht, sondern man muss einfach die Anschlagsstärke der linken Hand ändern und schon hat man einen ganz anderen Sound. Thank you.